Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Im August letzten Jahres, vor etwas mehr als 9 Monaten, mussten Hunderttausende Frauen, Kinder und Männer der muslimischen Volksgruppe der Rohingya in Myanmar vor entsetzlicher Gewalt aus ihrer Heimat fliehen. Und jetzt kommen in den trostlosen, überfüllten und vom Monsunregen überflutenden Flüchtlingslagern in Bangladesch täglich Dutzende von Babys auf die Welt. Für mich ist diese Vorstellung kaum erträglich. Diese unschuldigen kleinen Menschen sind die Zeugnisse unvorstellbarer Gräueltaten. Sie zeugen von der systematischen und massenhaften Vergewaltigung ihrer Mütter. Diesen Müttern und ihren Kindern droht, dass sie ein Leben lang stigmatisiert und ausgegrenzt werden, wenn sie keine Hilfe bekommen. Wenn wir von den ca. 700.000 Rohingya sprechen, die aus dem Land geflohen sind, dann sprechen wir insbesondere von Frauen und Kindern. Die Mehrheit in den Lagern sind Frauen und Kinder. Und wir sprechen von ihren Demütigungen, von Misshandlungen, von brutalsten Gewalttaten gegenüber besonders Schutzlosen. Und viele dieser Verbrechen sind verlässlich dokumentiert. Und die Lektüre finde ich wirklich kaum erträglich. Die Menschenrechtsorganisationen Human Rights Watch und Fortify Rights haben kürzlich einen Bericht für den UN-Ausschuss zur Frauenrechtskonvention vorgelegt. Und dieser Bericht führt zahllose Gräueltaten auf: Ermordungen, Folter, Massenvergewaltigungen, andere sexuelle Übergriffe, willkürliche Verhaftungen, Brandstiftungen, begangen von Myanmars Militär und von staatlichen Sicherheitskräften. Ich erspare Ihnen und mir, Details aus diesen Aussagen vorzulesen, aber ich zitiere einen Minister der myanmarischen Provinz Rakhine, der von der BBC mit den Vorwürfen konfrontiert wurde und antwortete: Ja, wo sind denn die Beweise? Schaut euch doch diese Frauen an, die diese Anschuldigungen vorbringen. Wer will denn die vergewaltigen? Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei so viel Zynismus stockt mir der Atem. Und Sie, Herr Braun, Sie machen sich mit Ihren Äußerungen mit den Tätern gemein. Sie sollten sich schämen. Wir fordern die juristische Aufarbeitung aller in Myanmar begangenen Menschenrechtsverletzungen und die Verurteilung der Täter. Die UN-Sondergesandte für sexuelle Gewalt in Konflikten, Pramila Patten, nannte die zahllosen sexuellen Übergriffe gegenüber Rohingya-Frauen und Mädchen ein, Zitat, bewusst eingesetztes Werkzeug des Terrors, um Rohingya als Volksgruppe auszulöschen. Die Regierung Myanmars ist von der UNO im vergangenen November aufgefordert worden, binnen 6 Monaten zu den schweren Vorwürfen Stellung zu nehmen. Bisher keine Antwort. Gestern wurde bekannt, dass es eine gemeinsame Absichtserklärung der UN und Myanmar gibt zur, Zitat, freiwilligen, sicheren, würdigen und nachhaltigen Rückführung der Rohingya. Allerdings wurde der genaue Inhalt dieser Absichtserklärung nicht veröffentlicht und auch Vertreter der Rohingya wurden offensichtlich an dieser Vereinbarung nicht beteiligt. Menschenrechtsorganisationen sind deshalb zu Recht skeptisch, was eine baldige, sichere Rückkehr angeht. Denn eine Rückkehr ist nur denkbar, wenn die Verbrechen geahndet, die Täter zur Rechenschaft gezogen und der Schutz und die Rechte der Minderheit, und dazu gehört auch das Recht auf Staatsangehörigkeit, der Rohingya sichergestellt werden. Danke schön.